Hallo und herzlich willkommen bei 1000 Wave Flügelschlag. Heute mit einem Video, warum ich Eile zum Beispiel vom Schwalbenschwanz einsammle und geschützt aufziehe in einem Netzbehälter. Die Frage die kommt immer wieder auf und ja, es ist eine berechtigte Frage, weil man entnimmt ja auch in der Natur etwas und das ist nicht immer gut natürlich. In diesem Fall hat es aber seine Berechtigung an den meisten Orten. Nicht überall natürlich. Und gerade vorweg möchte ich euch bitten, Eile oder auch Raupen immer nur in eurem Garten entnehmen oder nehmen, wo ihr gefragt habt. Also zum Beispiel bei einem Gemüsebauer dürft ihr gerne fragen, natürlich, aber nicht einfach in der Natur entnehmen. Dort lassen wir sie schön sein. Ja, warum tue ich die Eile vom Schwalbenschwanz? Also jetzt am Beispiel vom Schwalbenschwanz kann man das ganz gut erklären. Warum tue ich die geschützt aufziehen? Also ein Schwalbenschwanzweibli, das legt ungefähr 200 Eier. Einzeln ab an den Fraßpflanzen der Raupen. Das ist zum Beispiel der Knollenfenchel, der Gewürzfenchel, wilde Möhre, das Rüebli. Dipdam, Peterli ist auch so etwas, oder die Weinraute, Dill, Mackikraut, es gibt noch ein bisschen mehr natürlich. Dort legt es nachher jedes Ei einzeln ab. Also, das heisst, eins tut es vielleicht am Knollenfenchel und dann fliegt es ein bisschen weiter, dann kommt der Dill und so weiter. Oder? Und jetzt gibt es aber für die Eier schon ganz viele Feinde. Also zum Beispiel wir Menschen, oder? Wir Menschen, indem wir das Kraut ernten und nicht schauen und das nachher einfach auf einen Kompost oder wo auch immer Grünabfuhr gehen, das ist nachher schon, die überleben nicht, die, oder? Die werden verdrückt und ja. Oder manchmal auch, wenn wir nebendurch streifen und nicht aufpassen und dann geht eins ab. Das Räubli ist so mini klein, wenn das auf die Welt kommt. Dass das nachher, das kann nachher nicht irgendwie noch einen Meter aufkraxeln bis zur Pflanze, die es nachher fressen könnte. Weil, ja, weiss es dann, dass es diesen Weg muss, dass es gegen rauf muss oder gegen rechts oder links, das weiss es ja alles nicht. Also so können wir natürlich viel kaputt machen und dann schalpen wir jemanden noch drauf, oder wenn es runtergefallen ist, das ist dann das andere. Es gibt aber noch ganz viele andere Feinde auch noch für die Eile. Das sind viele Fraßfeinde auch, oder? Zum Beispiel Schnecken, die haben das gerne. Die Ameisen gehen sie zusammenlesen. Ganz viele Larven von anderen Tieren fressen auch die Eile. Also von diesen 200 Eile bleiben nachher nicht mehr so viel übrig, wenn man sie in die Natur rauslässt. Das wäre ja noch eins. Aber dann kommt noch die Raupenzeit. Auch die kleinen Räubli, die werden sehr gerne gefressen. Gefressen auch von verschiedenen Larven, aber auch von anderen Tieren, weil es halt einfach eine Eiweissquelle ist. Räubli und auch Eile, Puppen auch, die werden gerne befallen von Parasiten. Also die tun ihre Eile an die Raupen oder in die Raupen oder ins Ei rein sogar schon teilweise oder in die Puppen rein reinlegen. Also die tun sie anstechen und reinlegen. Und, oder eben dranlegen, bei der Raupen teilweise auch einfach dran her. Und die geschlüpften Larven, die tun sich nachher ernähren von der Raupen, bis sie nachher ausgewachsen sind und dann sterben sie. Also die Raupen sterben dann. Und die Larven, die parasitären Larven, die tun sich nachher verpuppen und es gibt nachher ein anderes Tier daraus. Klar, das braucht es auch. Das ist ein Kreislauf. Beim Schwalbenschwanz ist es aber so, dass es sehr selten eigentlich gibt. Also da gibt es nicht mehr so viel. Und dann lasse ich den lieber Brünnesselraupen, also sprich zum Beispiel der kleine Fuchs, da gibt es bei uns ganz viel. Dann lasse ich den lieber da draussen. Und dort gibt es noch genug davon, oder? Aus Raupen sind sie nachher auch, also auch aus Puppen übrigens, sind sie nachher auch natürlich für Vögel
vor allem im Raupenstadium natürlich für das Fressen für ihre Jungen gut und so weiter. Also es hat ganz viele Feinde auch im Raupenstadium. Von diesen 200 Eile, die ein Schwalbenschwanz, also ein Weibli, hat gelegt, überleben nachher nicht viel Raupen. So, dann haben wir noch das Puppenstadium und auch dort gibt es ganz viele Feinde. Einer der grössten Feinde sind sicher wir Menschen, wo halt nachher auch die Puppen oder die verpuppen sich irgendwo hinter einem Stein, hinter einem Holzscheitli. Wir bewegen den, wir tun den auch immer anders her. Wir verdrücken die Puppen, wir verschalpen sie und so weiter. Aber auch natürlich Parasiten haben dort einen grossen Schaden, den sie anrichten. Oder eben auch die Fraßfeinde, weil eine Puppe die kann sich ja dann gar nicht mehr schützen. Von diesen 200 Eile, die ein Schwalbenschwanzweibli gelegt hat, geht man davon aus, dass noch ungefähr 2 Schmetterlinge daraus schlüpfen. Ja gut, das wäre ja gut, wenn von einem Weibli 2 Schmetterlinge daraus kommen, oder? Das wäre ja eine geniale Statistik. Es müsste ja nachher obsiegen eigentlich. Ja, mit der Population der Schwalbenschwänze. Aber eigentlich ist es so, dass nachher, wenn wir Glück haben, ist eines von diesen 2 ein Weibli, das wieder Eier legen geht. Meistens sind ja die Männchen Rüberzahl. Aber wir nehmen jetzt mal an, eines davon ist ein Weibli und eines ein Männchen. Das Weibli vom Schwalbenschwanz, das fliegt mehrere Kilometer weit, oder? Auf einen sogenannten Balzhügel. Und dort hier machen sie Balzflüge und kommen dann wieder zurück, wo sie aus Schmetterling geschlüpft sind. Und dort, wo sie aus Schmetterling geschlüpft sind, legen sie ihre ersten Eier. Das sind mehrere Kilometer und ganz, ganz viele Gefahren, die sie da ausgesetzt sind. Das Weibli kommt selten wieder an. Also das ist wirklich, ich lasse x Schmetterlinge frei, x Weibli und nur wenige schaffen es wieder zurück in meinen Garten. Indem ich schon die Eile ablese, habe ich natürlich viel eine grössere Schlupfrate von Schmetterlingen am Schluss, viel weniger Parasiten. Und ich kann die Population höher machen. Mein Ziel ist eigentlich, irgendwann für einen Schwalbenschwanz nicht mehr müssen, den geschützt aufzuziehen, oder? Den nicht müssen so zu schützen. Nur beim Schwalbenschwanz ist es etwas schwieriger als zum Beispiel bei einem kleinen Fuchs oder bei einem Tagpfauenauge. Ein kleiner Fuchs oder ein Tagpfauenauge und ganz viele von den Schmetterlingen sind ja ortstreu. Das heisst, wenn ihr mal eine Population habt in eurem Garten, dann müsst ihr einfach schauen, dass euer Garten schmetterlings- bzw. insektenfreundlich ist natürlich. So könnt ihr die nachher schön schützen in eurem Garten, oder? Es haben nachher alle etwas davon, die Vögel, Parasiten, die ja auch leben müssen. Alle zusammen haben auch etwas davon. Und die Schmetterlinge können gleich überleben so und gehen nicht zurück in der Population. Beim Schwalbenschwanz ist es etwas anderes, weil der Schwalbenschwanz ist ein Vagabund. Der zieht, oder? Der ist nicht ortstreu. Also eigentlich könnte man dann sagen, müsste Menge Kilometer um einen herum müsste alles stimmen mit der ganzen Biodiversität mit der ganzen Natur. Und das ist ganz selten der Fall. Darum gehen die Populationen gerade vom Schwalbenschwanz ganz extrem zurück. Ja, das ist der Grund, warum als ich vom Schwalbenschwanz die Eile schon schütze, die schon zusammenlesen. Beim kleinen Fuchs zum Beispiel, Tagpfauenauge, der Admiral, Die konnte ich gut schützen. Die habe ich jahrelang auch so geschützt aufgezogen. Bis ich vor 3 Jahren gesagt habe, jetzt ist fertig. Ich habe meinen Garten so gut insektenfreundlich gemacht. Das geht auch ohne. Und das stimmt. Ich habe immer wie mehr, obwohl ich sie nicht mehr schütze. Ich habe auch immer wie mehr Vögel. Ich habe immer wie mehr Tiere in meinem Garten. Der Kreislauf mag dort stimmen. Beim Schwalbenschwanz habe ich es auch versucht und dort stimmt er leider nicht. Also von dort sind wir noch weit, weit weg, dass der geschützt
ohne Schutz in dem Sinn, ohne das geschützte Aufziehen kann überleben. Das ist der Grund, warum ich das beim Schwalbenschanz mache. Jetzt kommt gerade ein Schmetterling durch, ich war gerade etwas abgelenkt. Ja, mein Garten, im Moment das summt und brummt und Vögel zwitschern. Gleich werde ich auch hier ein Video noch dazu machen. Aber das war jetzt anfangs mal, warum ich die Schmetterlinge, also die Schwalbenschwänze, schon geschützt aufziehen. Wichtig ist, sobald ein Schmetterling geschlüpft ist, egal welcher, wenn der Flügel trocken hat, dann kommt er raus in die Natur. Das ist extrem wichtig. Ganz einen schönen Tag, sonnige Grüße, tschüss zusammen.